So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Und sorry, dass derzeit so wenig Livestreams kommen, aber ich sag, hab's schon immer wieder gesagt, denkt dran, vergesst nicht, Arbeit, Familie, etc. pp. Deshalb da ein bisschen weniger zur Zeit. Ich würde sagen, wir quatschen mal nicht so viel, gehen direkt hier rein in den alten Job, denn heute wird es ein bisschen besonders in meinen Augen, denn Galaxy ist wieder komplett drin. Und zwar komplett im Paket. Ich weiß halt, doch kostet 2800, weil hier ist die Tarnung nicht dabei. Ich habe schon gedacht, es wäre vielleicht ein Tick teurer, weil ich die Tarnung schon habe, aber die Tarnung ist gar nicht hier in dem Paket mit drin. Also, was bekommt ihr für 2,8? Ihr bekommt einmal den Galaxy Skin, die weibliche Variante, mit passendem Rückenaccessoire, Pickaxe und den Galaxy Kleiter. OG. OG. So, ist aber, ja, ich weiß auch nicht, in dem Sinne nichts Besonderes, aber dann haben wir Inferna wieder mit drin. Warum zeigt ihr mir eigentlich immer das Rückenaccessoire als erstes? Auch ein schöner Skin, wie ich finde. Natürlich soll ein bisschen an jemand anderen anlehnen, aber wenn man den schon nicht hat, dann muss man sich halt den gönnen. Dann haben wir des Weiteren ein komplettes Stillschweigen-Paket. Kostet 2000 V-Bucks, das ist derselbe Skin, den wir jetzt mit diesem Agentenpaket drin haben. Den habe ich aber schon ewig, den Skin. Grüße gehen raus in Zampal, wenn er überhaupt noch da ist. Dann mit passendem Rückenaccessoire, noch die Pickaxe dabei und die Tarnung. Also für 2000 V-Bucks im Verhältnis, was sonst immer alles alleine die Pickaxe kostet, ist eigentlich in meinen Augen in Ordnung. So, dann haben wir des Weiteren Fokus drin. Aber jetzt kommt das Interessante. Zack, der Taxifahrer. Ich habe nachgeguckt, fast einem Jahr wieder zurück. Ihr seht mal, wie schnell ein Jahr rumgeht. Unglaublich. So, dann haben wir die Lama-Glocke. Dann wie eine Statue. Wunderschön, oder? Ach, wie toll. Dann haben wir Knacks. Und noch Ruf zur Schlacht. So, dann die guten alten Skifahrer sind wieder zurück. Boah, das Schlimme ist, ich weiß nicht warum, aber Skifahrer gehört auch so mit zu den Hass-Skins. Sehen nicht schlecht aus, um Gottes Willen, aber als Gegner weiß ich nicht. Die passen bei mir einfach irgendwie nicht ins Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber. Bei mir ist echt so, ich sehe einen Skifahrer-Skin und denke mir direkt, hä? Warum? Warum kauft man sich so einen Skin? Dann haben wir das Batman-Paket noch drin. Dann Ritter der Runden Tafel. Ein Doppelagent ist immer noch drin. Pickaxe natürlich auch. Und unser ewiger Begleiter, letzter Lacher-Paket, auch noch drin. In Rettet die Welt gibt es leider heute keine V-Bucks, außer natürlich die Tagesaufgabe. Also 50 V-Bucks sind auf jeden Fall zu holen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Tag und haut rein.